Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier im Motorraum unseres, Moment, ich gucke nach dem Namen, Castor Avalanche. Und wir werden ihn jetzt weiter zusammenbauen. Wir werden jetzt erstmal die Kurbelbälle kaufen, weil die konnte man nicht repariert vorhin, das weiß ich noch. Und wir werden uns ab und zu natürlich auch Tuningteile kaufen, um dieses Auto noch ein wenig schneller zu machen. Das sollte ja auch in unserem Sinne sein, ne? Dass der Kunde, wenn er denn mal losfahren will, auch mal richtig so schön vom Fleck kommt. Damit er auch ein bisschen was schafft. So, ich brauche noch Kolbenringe. Kolben habe ich. Oh, hier, guck mal, da gibt es noch andere Kolbenringe, alles klar. Hier. Bremskolben ist der jetzt. Also hier haben sich einige Sachen wurden jetzt hier umbenannt, ne? ABS Hydroaggregat ist jetzt die Pumpe. Bremsbacken, da bin ich sehr froh darüber, dass das endlich Bremsbelege heißt. Bremskolben, Bremskraftverstärker, okay, Trommel, innenbelüftet, Standard, Bremssattel, Radbremse, naja, das hat schon alles jetzt Hand und Fuß hier, was sie da gemacht haben. Da bin ich auch ganz wirklich froh drüber, dass da jetzt so langsam sich hier mal auch bei der Lokalisation noch ein wenig Verbesserungen einbringen. Mich würde es natürlich wieder verwundern, weil ich bestimmte Dinge wieder nicht an gewohnter Stelle finden werde und ich mir dann denke, so, na, wo ist es denn und ewig suche. Und ihr werdet dann in die Tischplatte beißen oder die Hände vor den Kopf zusammenschlagen und sagen, meine Fresse, was ist denn das für ein... Genau. Hier bitte euer Attribut oder Adjektiv einsetzen. Wir wollten ganz gerne beim Getriebe hier, das wollen wir neu machen. So, dann brauchen wir wahrscheinlich den Ausrücker nochmal neu. Nee, jetzt müssen wir mal ganz kurz ins Inventar gucken, was wir denn repariert gekriegt haben. Getriebe. Nischt. Da ist kein I und kein Sch drin, aber mal nichts. Gut, dann bauen wir das Getriebe, da brauchen wir neu, R4 und den Ausrücklager brauchen wir noch. Alles klar. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Parts, Getriebe, R4. Und dann brauchen wir noch den Ausrücker. Da ist er. Kupplungsdrucklager ist das immer noch, ja? Kupplungsdruckplatte. Das war doch vorher auch alles nicht nebeneinander, ne? Interessant. Noch alles hier oben mit dazwischen. Gelenkwellen heißen ja auch. Oh, guck mal, hier ist jetzt Gelenkwellen. Ich bin begeistert. Ich bin immer noch begeistert über diese neue Lokalisation. Halt, das war die falsche. Die wollen wir dann nicht einbauen. Dankeschön, dass wir die falsche Taste gedrückt haben. Nee, zurück ausbauen. Schwungrad einbauen. Schwungrad, ich mir Leistung. Tuning-Teil. Muss getunt werden. So, die Druckplatte, dann nehmen wir auch das Tuning-Teil. Abgeschraubt, angeschraubt, festgedübelt. Und dann haben wir hier noch das Ausrücklager. Getriebe davor. Der Getriebesand muss nachgefüllt werden. So, und da müssen wir mal gucken, ob es denn hier eventuell schon irgendwo auch ein Tuning-Teil gibt. Ich glaube nicht, ne? Das gehört ja mit zur Getriebegeschichte, aber das ist natürlich hier, das ist keine form- und kraftschlüssige Verbindung. Da hat man sich gedacht, dass das Getriebe hier sitzen würde. Hat ja auch gewissen Charme, aber na gut. So, jetzt brauchen wir den Träger für die Vorderachse. Müssen wir mal gucken, wie die jetzt heißen. Die sind wahrscheinlich ganz woanders hier. Siehst du, Axtträger hießen die vorher. Jetzt heißt der Axt, jetzt heißt er vor der Axtträger. Und wir haben uns nicht gemerkt, welche wir brauchen. Wir brauchen Typ A. Typ A kaufen wir. So, dann brauchen wir noch ein Rohr Gasdruck, zwei Rohr Öldruck. McPherson, hier, da ist der für vorne. Den brauchen wir zweimal. So, dann beim Federn brauchen wir Feder zweimal. Feder zweimal. Domlager, da ist es schon. Ah, Federunterlager heißt das und vorne ist es wirklich Domlager. Ja, das ist passender, das stimmt. Das stimmt, das ist echt passender. So, dann brauchen wir Gummilagerbuchse groß. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4, 8. Und hinten 4 sind 12. 16, 18. Wir brauchen 18 große und wir brauchen klein. 1, 2, 3, 4 auf jede Seite sind 8. 9 sind 8. Gut, das hätten wir schon mal. Können wir nämlich hier ganz getrost erstmal weitermachen und noch ein bisschen was einbauen.
viel repariert gekriegt haben wir nicht, ne? Das war wirklich sehr, sehr, sehr sparsam, was wir repariert bekommen haben. Wie, der Stabi geht hinten lang? Okay, das ist auch interessant. So, Lenkgetriebe heißt das, nicht mehr Zahnstange. Ich bin überwältigt. Spurstange zweimal. Spurstangenkopf zweimal. War ja auch schon über die Ventilstößelstange, war ich ja auch schon sehr froh, muss ich sagen. Typ A war das, glaube ich. Zweimal. Den brauchen wir auch zweimal für hinten. So, dann bauen wir das mal das ein hier. Den Stabi habe ich natürlich jetzt nicht gekauft. Stabi. Vorderachse Typ A. So, haben wir auch. Hätten wir noch gleich direkt einbauen können, ne? So, die Stoßdämpfer müssen wir natürlich noch zusammensetzen. Da ist noch einiges zu tun. Aber dass ich hier quasi diese ganzen Achsteile noch nicht so mit dem Tuning drin haben, so viel Tieferlegungssatz. Was fällt mir dann noch auf Anhieb ein? Ja, härtere Federn halt, ne? Alles solche Sachen. Dass das nicht eingebracht haben, schade. Naja gut, vielleicht kommt das hier noch, vielleicht kriegt man da ja nochmal ein extra DLC, so ein Performance-Kit, hast du nicht gesehen. Kann ja durchaus sein. Also das. Man will ja nicht alles geschenkt haben, muss man ja auch sagen. Es ist schön, dass es wirklich gemacht haben, dass es rausgebracht haben, auch kostenlos. Ja, wie heißt denn die Abdeckung jetzt? Radnamendeckel heißt das Ding jetzt. Okay, haben wir zwei von. Das ist auch durchaus sehr, sehr lobenswert. Aber ja, haben sie ja irgendwie auch selber verschuldet, weil sie denn da am Anfang doch sehr, sehr buggy das Spiel rausgebracht haben. Das kann man ja nun auch nicht. Man muss es ja nicht an Dingen beschönigen, wo es nicht zu beschönigen gibt. Also das war wirklich unter aller Kanone, die Markteinführung. Aber sie haben es ja ganz gut gerettet gekriegt und gut hinbekommen, dass das ein bisschen funktioniert. Also da von daher sehe ich das gar nicht mehr so schlimm an. Ich persönlich habe meine Bewertung auch geändert. Also ich habe sie am Anfang, habe ich das Spiel wirklich negativ bewertet auf Steam, weil so buggy bringt man kein Spiel raus. Also so unfertig. Da war ich auch wütend drüber. Oder beziehungsweise nicht mehr erfreut drüber. Wütend kann man jetzt nicht sagen, aber ich war nicht erfreut drüber. Wütend ist man bei anderen Dingen. Das ist einfach nur unschön. Ernsthaft, 3 Loch. Nicht schlecht. So, Bremsscheibe innen belüftet. So, bei den Zylindern, da wird es jetzt schon schwach, ne? Ja, brauchen wir 2 Bremskolben und 1 Bremssattel brauchen wir noch. Ging aber auch gekauft. So, Radlage. Antriebswelle. Auch noch gut. Sehr schön. So. Dann wird uns hier die Gummilagerbuchse groß. Das dürfen wir gar nicht. Sowas dürfen wir nicht vergessen. So. Dann machen wir jetzt schnell mal die Stoßdämpfer fertig. Zusammenbauen. Die sind hier, ja. Und gucken schnell. Ach nee, gar nicht. Im Inventar gucken wir schnell mal nach. Felgen haben wir alle 4 gekriegt. Aufhängung, welche Reifengröße war es denn? Alvetta 235, 55, 19. T. Das waren Allwetterreifen. Von mir aus nehmen wir auch die wieder. 4 Stück. 19 Zoll, 255, 35. So. Das hätten wir dann auch. Dann können wir das nämlich auch gleich machen. Dass wir die Reifen hier zusammenbauen. Wenn wir schon einmal hier hinten sind in der Ecke. Ach ja. Gibt viel zu tun. Die Felgen sehen, naja, das geht schon. Ne? Also für das Auto geht es auf jeden Fall. Für den Avalanche. Das ist aber, glaube ich, auch einer gewesen, den ich umschreiben musste in der Config-Datei, damit er auch wirklich auf dem Schrottplatz erscheint und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich richtig, also das ist halbwegs die Lizenz zum Geld drucken, weil wir da jetzt wirklich ein richtig
altes Auto, achso, ich hätte ja schon mal auch mit ausdrücken können, ne? Altes Auto oder ein Auto gekriegt haben, was wir für richtig gutes Geld dann wieder verkaufen können. Also ich denke mal, da wird achso, ja, gut. Also mit den Ausdrücken haben wir natürlich jetzt verpennt. Ah, dann gucken wir doch schon mal. Achso, da weiß ich gar nicht, welche ich repariert gekriegt habe und welche nicht. Bei den Karosserieteilen müssen wir jetzt ja auch aufpassen. Also jetzt ist hier nicht mehr so einfach alles kaufen und das ist gut. Nee, so einfach ist das nicht mehr. Aber wir können mal alles, was Fenster heißt, können wir kaufen. Bodypart. Aber. Orange Castor. So, also eine Heckklappe hat man definitiv nicht. Spiegel. Ein Motorhaube hatten wir nicht. Gut, Flügel rechts hatten wir, links hatten wir nicht. Rücklicht, Scheinwerfer. Hm. So, Stoßstange hinten, Stoßstange vorne hatten wir auch nicht. Türen hatten wir und Scheibe hatten wir auch nicht. So, den Rest hat man eigentlich alles, da müssen wir mal gucken, was nicht repariert wurde. So, dann können wir hier mal ganz kurz reingucken. Karosserie. Ja. Hintere Stoßstange, Tür, die rechte Tür ist noch kaufenswert. Naja, da hätten wir mal gucken können, ob da auch Tuning-Teile für gibt für den Bock. Aber gut. Karosserie-Tuning, naja, wir machen die inneren Werte schön. Karosserie-Tuning muss nicht unbedingt sein, glaube ich. Oder? Na, mal gucken. Nee, ich denke nicht. So. Na komm. Genug gewuchtet. Dann schlackert's halt in der Lenkung. Mein Gott. Gibt's einen Moment im Leben. Das hat auch egal. So. Dann bauen wir hier das McPherson-Bein ein. Bin begeistert, dass sie wirklich das so benannt haben. Schön. Und jetzt brauchen wir die Koppelstange hier. Schraub. Da ist sie drin. Und dann können wir schon hier das erste Rad wieder anbauen. Sehr gut. Oh, es macht sich doch. Es macht sich. So, dann hier auch Stoßdämpfer einbauen. Und dann haben wir hier ein Doppelstänkchen. Gut. Und pushen. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt mal ganz kurz ein. Ach, das ist noch ein alter Müllstein, was noch drin. Okay. Die können wir natürlich noch rausnehmen. So. Zusammenbauen. Wir brauchen Flammenrohr I4 Typ B. Mal gucken, ob es sowas im Tuningladen gibt. Nee, nicht Karosserie-Tuning, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte da Tuningteile. Abgasanlage. So, Flammenrohr. Nein, sieht nicht so aus. Okay. Dann Katalysator, Mittelschalldämpfer, Abgasrohr A und Endschalldämpfer R4. Endschalldämpfer R4, da gibt's was. Auspuffrohr gibt's auch was. Den Cut gibt's und den gibt's auch. Aber das Flammenrohr gibt's nicht. Na gut, dann müssen wir das Flammenrohr natürlich dann im normalen Parts kaufen. Abgasanlage. Flammenrohr. Wo ist es denn hier? I4 Typ B? Oh. War das I4 Typ B oder I4 Typ. Ja, I4 Typ B. Das ist Typ A. Haben wir das auch gekauft? Haben wir die Abgasanlage auch schon fertig? Katalysator. Mittelschalldämpfer, einfach mal glattes Rohr, nehme ich mal an. Wenn schon Tuning-Teil, dann richtig. Sehr gut, das hat schon mal gepasst. Gut, dann ist ja hier die Vorderachse erstmal so weit durch, ne? Da brauchen wir nachher bloß noch die Kolben nachher festen Schrauben und ja, dann geht der Hinterachsträger dran und der ist kaputt. Aufhängung. Hinterachsträger, wo ist er denn? Hinterachsträger FED. So, dann Stabilisator Typ A. Naja, Stabilisator Typ A. Hammer.
Hammer auch kriegen wir wieder rein. So, dann das da reinschrauben. Gummilagerbuchse. Kraftstofftank, brauchen wir noch einen neuen. Kraftstoff, das ist also alles Kraftstoff, interessant. Das ist nicht mehr, dass das eine treibt, das andere Kraft heißt, ne? Ah, fällt auf, es fällt auf. So, da haben wir die Tuningpumpe. So, dann haben wir hier einen Achsschenkel. So, da können wir noch ein bisschen was anbauen. Kuppelstange, Schraub. Querlenker, Hinterachse, der geht natürlich noch nicht. Okay, dann 4-Loch-Scheibenbremsen. Hitzeschutzblech, 4-Loch-Scheibenbremse, Hinterachse. So heißt das. Komplett. Guck an. So ein Radlager, dann brauchen wir die Haube dazu. Immer mit viel Fett da draufhauen, ne? Damit denn das. Oh, da braucht man, da wollten wir ja nachkaufen, die Bremsen. Stimmt. Wir brauchen einen Sattel neu und 2 Bremskolben neu. So, haben wir. Bremssattelkolben einbauen. Anschauen. Sehr schön. Jetzt kommt doch schon das Rad. Jetzt haben wir die ganze Zeit das Geisterrad hier vor der Nase. Das ist natürlich auch nicht schön. So, dann den Querlenker. Querlenker lang. Haben wir ein. Gummilagerbuchse. Drin. So, obere Querlenker haben wir auch ein. So, und dann brauchen wir T. Aufhängung. So, dann gucken wir mal, was es alles so gibt. Achso, oh, ist das mehr? Hinterachs. Okay, Gucken, wie er heißt. AA, Einrohr, Gasdruck. Bitte zweimal. Danke. Dann brauchen wir einen oberen. Davon brauchen wir 2. Und wir brauchen einen langen. Gut. Was haben wir denn erstmal? So, jetzt auf der anderen Seite hier den langen noch einbauen. Oh, der geht aber ein bisschen durch den Endschalldämpfer durch. Das klappert bestimmt beim Fahren. Das gibt bestimmt Beschwerden. Also da ruft der Kunde bestimmt an und sagt, hey, seitdem du mein Auto da zusammengebaut hast, das klappert so komisch in deiner Achse. Kann man sagen, ja. Stimmt, liegt daran, weil der Auspuff und der Querlenker eine formschlüssige Verbindung eingehen. So. Ist halt so. Gut, aber den Rest werden wir in der nächsten Folge erledigen und sehen, wie das denn hier weitergeht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war eine Folge am Mechanic Simulator 2018 hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.